oder? So ein bisschen näher. Wir können uns mal näher zusammenkommen, ein bisschen sprechen. So, wie es so geht. Munition auffüllen. Cool. Machen wir doch gleich. Overlord, hier ist Sandman. Wir sind unten in der Mine. Wir brauchen Luftunterstützung. Bestätigt, Sandman. Wir schicken eine Predator. Eine Predator. Also hier ist richtig dick Krieg und so. So wie sich das anhört, weil hier sind wohl schon der ein oder andere Freund von uns. Komm ich hier rüber? Ah, okay. Ja, Thunder. Thumper oder Thunder? Wie ist der? Thumper. Okay. So Leute, jetzt kann es hier mal richtig spaßig werden. Jetzt werden die Russen mal richtig aufgerieben hier. Jetzt kommen die Armee. Natürlich die Amerikaner, ich meine. Die Briten, die haben nicht ganz so viele. Ein Amerikaner ist die größte Militärmacht der Welt. Russland ist die zweitgrößte. China hat noch relativ viele. Aber die sind halt eher schlecht ausgerüstet und so. Schlechte Bewaffnung, schlechte Ausbildung. Die Kampfmoral ist auch nicht so. Ich meine, alles für das Kaiserreich. Ja, komm, das ist voll Rito und so. Wie macht denn das? Vermütterchen Russland, das ist gut. Das hat im Zweiten Weltkrieg 1945 geholfen. Da wird es auch jetzt die Hälfte. 2000. Sie sind da schon. Wann spielt denn das? 2013? 16? 20? Keine Ahnung. Kommen die hier mit ihrem. Komm ich hier hoch? Ja, Leute, könnt ihr mal hinterher irgendwie vorrechnen oder so? Man kann ja nicht immer alles alleine machen. Das ist ja jedes Mal das Gleiche, ne? Man muss alleine vorlaufen, damit die hinterherkommen. Ja. Nee, nichts mit Nahkampf, wir sind hier im offenen Krieg. Ich hätte die ganze Zeit einen Predator benutzen können, sehe ich gerade. Ich habe da ja eine 4. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Mann, Leute. Mir ist es gerade erst aufgefallen, weil die gesagt hat, die Drohne zerstört und so. Und da ich ja wohl keine, weil ich ja keine Minimap habe, bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass es die Predator waren. Da habe ich nachgeguckt und dann war es wirklich die Predator. Da habe ich mit überleben. Schnell über die Straße, laufen, schießen, Waffe im Anschlag und immer an die Front. Hey, Cringe. Verbrenne ich, wenn ich hier durchs Feuer laufe? Die denn da? Ihr braucht eure Verbündeten nicht retten. Vorstoßen. Während des Nachladens. Seid ihr bereit, Mädels? Attacke! Okay, das war jetzt ein bisschen spät. Mal wissen. Metal 01, wie ist Ihr Status? Haben Sie den Präsidenten gesichert? Negativ, Overlord, aber wir haben das Mädchen. Wir bereiten ein Evakuierungsteam vor. Suchen Sie weiter nach dem Präsidenten. Was denn? Sie sagten, Ihr Vater wurde tiefer in die Mine gebracht. Ganz tief rein müssen wir. Ganz tief. Rettung. Okay, weiter vorrück. Jetzt hat der hier noch eine halbe Armee hingestellt. Rettung, ja, ja. Ich hätte jetzt. Ich habe jetzt mal absichtlich nicht auf die geschossen. Nein, das ist kein Feind. Der da. Ich hätte jetzt mit Sicherheit einen. Nee, ich hätte auch nicht retten können. Das wäre schon sehr
Dann wäre wahrscheinlich irgendwie eher so ein Endscreen gekommen. Hier so episch Schuss. Rette ihn und so. F, nicht E. Los geht's. Ich kann ihn noch nicht mal abschießen. Ich habe den einen Typen abgeschossen, der die getragen hat, glaube ich. Ich glaube zumindest der da. Scheiß Scheibenkleister. Scheibenkleister. Bist du tot schon wieder? Nochmal runterseilen. Diesmal direkt Deckung gehen. Soweit man das die Deckung nennen kann. Nein! Er hat sonst wegen geschossen. Da, tot, muss alle sterben. Alle sterben müsste. Oh. Ja, Raketenwerfer. Ey, das ist nichts Neues. Das wollte ich noch eigentlich gar nicht sagen. Das ist ein MG, oder? Ja, das ist ein MG. So, von oben nach unten. Wir bombardieren. Wir sprengen einfach ein Loch rein. Oh, jetzt geht's los, Mädels. Ja, Leute, das sind alle tot. Overlord, Jackpot, Präsident gesichert. Bestätigt. Versammeln Sie Ihr Team und ziehen Sie zum Treffpunkt. Was zum Teufel? Bewegung! Overlord, hier stürzt gleich alles ein. Die Föhre müssen zu uns kommen. Verstand, MRI ist unterwegs. Ankunft in etwa 30 Sekunden. Erreichbar. Oh, jetzt wird's hier richtig spannend. Die sprengen hier wohl alles. MG, genau, da warten wir's. MG! Wird das Ding heiß? Keine Ahnung. Ja, mega kill! Übernimmt die linke Flanke. Ihr müsst alle sterben. Wo leben denn hier noch welche? Ah, da. Was? Wo ist unser Taxi? Also ich bin hier im Bloody Screen. Ah, das ist ein Helikopter von uns. Mission gescheitert, der Präsident wurde getötet. Nein, warum? Warum? Juri, komm hier zurück, mach ich. Ja, was ist das, Juri? Geht ohne mich! Wow! Genau, hief mich rein, ich schieße alle ab. Okay. Der hier hat vor der Sandman, oder wer das ist, der hat noch ein Magazin gerade geworfen, ey.
Oh Leute, wie war das mit dem epischen Endscreen? Oh, der ist so episch. Oh, jetzt muss ich noch nachladen. So eine Scheiße. Wie muss ich ihn hier noch killen? Mal sehen. Ihr dürft nicht sterben, Leute. Nein. Raketenwerfer. Diamant. Mit einem russischen Amtskollegen auftritt, um das Ende der Feindseligkeiten zu verkünden. An diesem historischen Tag treten die Vertreter zweier großer Nationen vereint vor sie. Krieg ist simpel. Angreifen ist das einzige Geheimnis. Trau dich, dann weicht die Welt zurück. Ein Kapitel, in dem wir für den Frieden ebenso viel. Wie schnell sie vergessen, dass allein der Wille eines Mannes schon die Welt verändern kann. Die unsere Existenz bedrohte. Wer ist da? Gefangener 627. Ich bin wegen dir hier, Makarov. Haben Sie es nicht gehört, Price? Der Krieg ist vorbei. Mein Krieg endet mit dir. So wie für Captain McTavish? Sagen Sie, Price, wie lange lag er im Sterben? Ich habe eure Welt Stück für Stück zerstört. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie finde. Da musst du nicht lang suchen. Task Force 141. Price, jetzt spiel mal Price oder wie? Alleine Price gegen Makarov? Ich meine, der muss noch sterben, das ist natürlich jetzt das Ende. Sie verschafft uns Zeit. Nikolai, sind Sie in Ihrem System? Das dauert, mein arabisches Staub zu stecken. Ich bin Price. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ich habe mich eingekriegt. Makarov ist im Atrium im obersten Stock. Das ist es. Makarov kommt hier nicht lebend raus. Leute, ich bin a Juggernaut. Das ist für Soap. Nee. Nee. Oder? Ich bin a Juggernaut. Hammergeil. Ich bin ne Juggernaut. Da kommen Sie, genau auf die Waage feuert. Mit nem dicken MG, M249 ist das glaube ich sogar. Ich muss echt nachladen, so eine Schweinerei. Makarov hat da drin eine kleine Armee. Das hilft dir nicht. Die Lüfte hacke, damit er nicht weg kann. Bin dabei. Na komm schon, na komm schon. Wir müssen natürlich, ich schieße mal gezielt mit dem netten MG. Das ist zwar ein MG mit viel Ammo. Achtung. Aber, man weiß ja, wie oft man hier, nachladen muss. Und wenn ich hier, einfach so draufholze. Lieber Feuerstöße geben, gezielt schießen. Und natürlich die Autos kaputt schießen. Bevor die nämlich explodieren, darauf habe ich keine Lust. Raketenwerfer, erster Stock. So, kurz nachladen. Ich meine, Raketenwerfer machen so ein Juggernaut schon ein bisschen Damage. Ich meine, so Juggernaut, die sind zwar als Sprengpanzerung benutzt, aber ich meine,